Hey, mein Name ist Foxy und ich möchte euch heute meine traurige Geschichte der Kutschpferde erzählen. Fangen wir doch einfach bei dem an, was immer passiert. Die Geburt. Meine Mutter lag in einem schönen ruhigen Ort, wo sie ganz ruhig mich bekommen könnte. Und mein Vater, der stand natürlich dabei. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja, ich hoffe. Und wie hast du nichts? Da kam ich. So, wir spielen einfach das Wort hier. Ich bin einfach, das ist eine Koppel ohne Klasse. Es gibt auch Koppeln ohne. Oh. Mein Vater sagte, dass ich gar nicht so aussehe wie ich. Also wie er. Jetzt mal ehrlich, Schatz, sie sieht nicht aus wie wir. Überhaupt nicht. Aber sie ist unser Fohlen. Du hast es doch gerade selbst gesehen, oder etwa nicht? Ich glaube nicht, dass sie mein Fohlen ist. Ach was. Meine Mutter hatte sich noch nicht mal richtig um mich gekümmert. Direkt stritten sich meine Eltern und ich lag dort regungslos. Sie ist unser Fohlen. Du hast es selbst gesehen. Ich lag dort immer noch im Gras und ich hörte meine Eltern streiten. Und es tat mir sehr leid für meine Mutter. Doch sie kümmerte sich wenigstens dann wieder um mich. Hey, alles gut, Schatz. Tut mir leid. Also schleckte sie mich einmal ab. Dein Vater denkt, du wärst nicht seine Tochter. Aber ich weiß es ganz genau. Alles gut. Und nach ein paar Stunden schaffte ich es auch schon aufzustehen. Naja, zumindest versuchte ich. Meine Mutter macht es mir vor. So, ganz einfach. Und dann aufstehen. Und dann bist du auf den Beinen. Und ich weiß, es ist ein bisschen wackelig dort mit deinen dünnen Beinen. Doch du schaffst das. Denn einfach kannst du ein bisschen rumlaufen. Also versuchte ich es selber. Doch ich kam nicht hoch. Und mein Vater war natürlich wieder mal nicht auf meiner Seite. Ein weiterer Grund, warum sie nicht unsere Tochter ist. Ich bin direkt hochgekommen. Schon nach einer halben Stunde war ich dort oben und habe gestanden, wie ich jetzt stehe. Sei doch nicht so gemein zu ihr. Sie braucht eben ein wenig mehr Zeit. Genauso wie ich es auch gebraucht habe. Sie ist trotzdem nicht mein Fohlen. Doch als eine weitere Stunde verging, schaffte ich es endlich. Wow, sehr schön, mein Schatz. Gut gemacht. Nach einer weiteren Stunde konnte ich problemlos laufen und sah mir die Umgebung ganz in Ruhe an. Ich liebte die Pflanzen und das Gras erst recht. Es war echt lecker, besonders an manchen Stellen. Doch eines Tages hörte ich einen Streit von meinen Eltern. Sie ist nicht meine Tochter. Und du kannst dich entscheiden. Willst du sie oder mich? Du weißt doch, dass ich dich um alles liebe. Doch ich muss mich um sie kümmern. Du kannst dich entscheiden. Morgen bin ich weg. Entscheide dich, ob du mit mir kommst oder bei diesem komischen Fohlen bleibst, das nicht unsers ist. Entscheide dich. Ich hatte das alles gehört und ich dachte natürlich, meine Mutter würde sich für mich entscheiden. Doch da lag ich falsch. Am Morgen schlief ich ganz ruhig unter meiner Mutter. Und ich bemerkte gar nichts davon, was sie machten. Hey, Schatz. Bereit? Mitkommen oder nicht mitkommen? Ist ja gut, ich komme mit, okay? Alles gut. Alles wird gut, Schatz. Du kommst selbst mit dir klar. Ich glaube an dich. Ich schlief tief und fest. Und dann gingen meine Eltern auch schon weg. Tschüss, Fohlen, das nicht meins ist. Komm mit, Schatz. Wir suchen uns ein besseres Zuhause und kriegen ein neues, besseres Fohlen. Wie du meinst. Als ich aufstand, konnte ich sie nirgends sehen. Mama, Papa? Mama, Papa, wo seid ihr? Hä? Kann doch nicht wahr sein. Die müssen doch hier irgendwo sein, oder? Das ist bestimmt nur ein Scherz, oder? Eigentlich, ich glaube, das ist kein Scherz. Meine Eltern sind nicht so welche Scherztypen. Aber die sind hier doch bestimmt irgendwo. Bestimmt suchen sie nur Nahrung.
Ich guck mal nach ihnen. Sie sind bestimmt irgendwo hier. Ich glaube ganz fest daran, dass sie hier irgendwo sind. Doch soweit ich mich auch umschaute, ich fand sie nirgends. Nach einer Woche Suchen gab ich es auf. Ich glaube, sie sind einfach weggerannt. Anscheinend hat sich Mama doch für Papa entschieden. Nach ein paar Jahren wurde ich auch erwachsen. Sie sind immer noch nicht zurück. Aber egal, ich kann auf mich selber aufpassen. Und eines Tages, als ich eigentlich ganz normal durch den schönen Wald ritte, da passierte plötzlich etwas Schreckliches. Ich sah von der Ferne eine Frau zu mir kommen. Dann streichelte sie mich und das gefiel mir gar nicht. Ja, du bist ein gutes Kutschenpferd, glaube ich. Du bist doch bestimmt stark, oder? Ich wollte wegrennen, doch sie spritzte etwas in meinen Bauch und ich fiel um. Nur zu deinem Besten, Süße. Der Pferdetransporter ist gleich da. Und dann wirst du mein perfektes Kutschenpferd. Morgen beginnt die Arbeit, also mach dich bereit. Ich sah schwarz flackern und nur noch ein bisschen Gras. Ich konnte nichts mehr sehen, nur noch Stimmen hören. Und dann merkte ich, wie ich in einen Transporter gebracht wurde. Dann wachte ich langsam wieder auf und um mich herum war Zaun. Ich guckte mich erstmal um und es sah echt komisch aus. Hey, alles gut mit dir? Wir haben dich gesehen und du sahst nicht gut aus. Du wurdest wohl auch geklaut. Naja, das schlimme Schicksal hat dich auch getroffen. Ups, ich bin schon sehr K.O. davon. Wovon redest du? Was für ein schlimmes Schicksal? Du hast noch nie was vom schlimmen Schicksal gehört? Kann ja nicht wahr sein. Also auf jeden Fall, wir sind alte Kutschenpferde. Wir mussten immer Kutschen schleppen für sie. Ja, doch jetzt sind wir ihr wahrscheinlich nicht mehr gut genug. Deswegen hat sie jetzt dich geholt. Also viel Glück, bald wirst du auch genauso aussehen wie wir. Aber ich bin so schön. Ich will nicht so aussehen wie ihr. Hey, das war jetzt mal wirklich gemein. Wir haben dir geholfen und wobei habt ihr mir geholfen? Dein Schicksal zu wissen? Ich will hier weg. Wie macht man das weg? Das geht nicht auf. Denkst du, wir hätten das nicht alle schon selbst probiert? Bitte helf mir. Bitte. Ich war immer noch erschöpft von den Beruhigungsmitteln. Doch dann kam sie und ich wusste, was die beiden Pferde mit bösem Schicksal meinen. So, meine Süße, die Kutsche ist bereit. Bist du bereit? Alles gut bei dir? Steh lieber schnell auf, sonst kommt die Peitsche. Wovon redest du? Ich hab doch nur ein bisschen geschlafen. Darf man das hier etwa nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Also, jetzt ab raus mit dir. Tor aufmachen. Und jetzt kommst du an die Kutsche. Komm her. Kleiner Tipp, hör auf sie. Ja, du willst nicht die Schläge der Peitsche fühlen. Die sind echt schlimm. Wie ihr meint. Aber was mache ich denn überhaupt mit ihr? Wirst du noch sehen. Wir wünschen dir viel Glück, dass du überlebst. Wovon redet ihr etwa? Hä? So, Pferdchen. Ich hoffe, die anderen Pferde haben dich schon gewarnt. Denn jetzt kommt die Kutsche. Sie brachte irgendwas richtig Komisches an mich an und es wunderte mich echt, was sie da machte. Dann machte sie unten auch noch irgendein Gurt zu. So, meine Süße, alles wird gut, du bist echt schön. Da werden noch mehr Gäste kommen. Das, was sie an mich dran machte, war wirklich fest. So, fertig. Ja, meine Süße, alles gut. Alles wirklich gut, komm. Ich hol dir noch die Trense. Warte hier. Und wehe, du rennst weg. Dann zog sie mir eine komische Trense rüber. Und hat mir etwas Komisches ins Maul. Und es tat echt weh, ihr seht hier schon, es war echt fest. So, Süße, es geht los. Komm, wir suchen Kunden, die sich verirrt haben oder sonstiges. Und dann holen wir sie mit und dann kriege ich ganz viel Geld. Plötzlich waren wir auf etwas Harten. Und es fühlte sich nicht mehr nach Wiese an, sondern nach Steinen. Dann kamen komische Leute an. Hey, bist du der Kutschenservice? Ja, ihr könnt gerne einsteigen. Gut, wie viel kostet es denn? Das Pferd ist ja echt schön, also da steigen wir noch lieber ein. So, also ihr seht ja, das ist ein sehr schönes Pferd, also ihr dürft euch entscheiden, wollt ihr jetzt einsteigen oder nicht?
Ja, denn wir müssen zu unserem Hofstall zurück. Wir haben uns nämlich verlaufen. Dieses Dorf ist echt komisch. Dann ab rein mit euch. Bezahlen könnt ihr mir am Ende. Ich dachte schon davor, es wäre schwer. Doch es wurde noch schwerer. Und glaubt mir, dieses Gewicht ist für ein Pferd wie mich echt schwer. Wir sollten ein bisschen schneller laufen. Unser Vater wartet schon. Wir müssen nämlich unsere tägliche Hofarbeit machen. Könntest du das Pferd ein bisschen schneller antreiben? Ja. Los! Schneller, Süße. Los! Ich konnte wirklich nicht mehr. Sie waren so schwer. Doch ich musste es tun. Doch als ich nicht mehr konnte, da stieg sie mich. Hey! Also, red ich mal schnell. Dann, als ich mich wirklich beeilt hatte, stoppten wir plötzlich. Wow! Und sie zog sehr doll an den Zügel. So, da wären wir bei eurem Hof. Ihr könnt jetzt gerne ausdenken. Der Hof von denen sah echt schön aus. Naja, es war eher so eine Art Koppel. Dort waren sehr viele Pferde und sie sahen alle glücklich aus. Nicht so, naja, unglücklich wie ich. Es war wirklich eine große Koppel. Und es sah aus, als hätten sie Spaß. So, hier ist das Geld. Vielen Dank. Also, war wirklich schön, dass ihr mitgefahren seid. Ja, bei so einem schönen Pferd wie der hört man doch gerne mit. Dürfen wir sie streicheln? Ja, klar. Ja, klar. Ich wollte nicht gestreichelt werden. Also schlug ich sie. Ah. Aua. Oh, Hilfe. Oh nein. Es tut mir sowas von schrecklich leid. Wirklich. Tut mir so leid. Alles gut bei dir? Geht es dir gut? Oh, dein Pferd ist ja wohl irre. Mich einfach runtergeworfen. Oh, das wird wieder. Ich habe, glaube ich, einen Verbandkasten dabei. Ich hole ihn mal ganz schnell. Geht's dir gut? Nein, dieses dumme Pferd. Ich will diese Kutsche verklagen. Was? Verklagen? Und ich habe keinen Arztkoffer dabei. Okay. Warte mal, warum steigen Sie wieder auf? Sie müssen mir doch helfen mit Ihrem Verbandskoffer. Aber sie wollen mich verklagen, also tut mir leid. Los, schnell, Süße. Also sollte ich mit ihr wegrennen. Und die Mädels lagen da auf dem Boden. Wir ritten ganz schnell an dem schönen Hof vorbei. Und bei dem Hof blieb ich ganz kurz stehen. Süße, schnell weiter. Ich will nicht, dass sie mich verklagen. Hey, bleiben Sie sofort stehen. Los, Pferdchen, reit weiter. Als wir fast am Ziel waren und ich schon die anderen Kutschpferde sah, da hatte ich eine Idee. Okay, Süße, hast du eigentlich gut gemacht. Aber irgendwie auch nicht, du... Naja, ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll. Eigentlich bist du ganz gut. Ich habe ihr Geld bekommen, also alles gut. Doch sie regte mich so auf. Warum sollte ich die ganze Arbeit machen für sie? Und sie kriegt dafür die Bezahlung. Das ist doch echt gemein, oder? Also hatte ich einen Plan. Doch dann hatte ich einen Plan. Hey, was tust du? Ey, du kriegst mich da, du kriegst die Kutsche eh nicht ab. Naja, aber wenigstens hatte ich sie abbekommen. Also ritt ich ganz tief in den Wald hinein. Mit der Kutsche. Und mitten im Wald suchte ich Sachen, wo ich diese Sachen abmachen konnte. Und ich fand einen großen Baum mit Baumstämmen. Und da ging die Leine ganz leicht ab. Dann hatte ich die Leine ab. Doch, ganz im Ernst, die Kutsche abzukriegen, ist unmöglich. Doch ich erinnerte mich noch zu dem Weg zu dem Hof. Von denen gesammelt. Und dachte mir, warum gehe ich da? Und da war wieder, glaube ich, diese Hanna. Oh mein Gott, meine Süße, alles gut bei dir? Was hat sie dir nur angetan? Och, komm, ich helfe dir, das abzumachen. Sie war echt nett und befreite mich von der Kutsche. Voll nett, ne? Und dann wurde ich zu den anderen Pferden von ihr gebracht. Die, ich fand, dass die so süß wie eine Familie aussahen. Hey, hier würde es dir bestimmt besser gehen als bei der Kutsche, hoffe ich. Wir geben dir ganz viel Futter immer, okay? Alles ist gut. Sie war total nett und nach ein paar Tagen hatte ich auch schon viele Freunde. Das war meine traurige Geschichte über die Kutschpferde.